Hallo liebe Monagoristen. Einen wunderschönen guten Tag. Schönen guten Tag auch von mir. Heute präsentieren wir zwei euch die wunderschönen Socken von Minga Berlin. Ja. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja. So, jetzt macht dem dicken Mann mal Platz. Es geht sehr gegen meine Erziehung. Das geht schon in den Bereich Akrobatik, was jetzt passiert. Ja. Sollen Sie mal sehen. So. Nächstes Mal meinen Flickflack. Oh, das würde ich auch Das trainiere ich mal, nur für dich. Mal sehen, wo wir das unterbringen. Ja, das machen wir mal. Gucken wir mal. So, jetzt sind wir aber bei Socke. In echt sind das ja gar nicht seine Beine. Wir haben da unter dem Tisch einen Kollegen. Hier wird nichts verraten. Nein, nein, nein. So, jetzt schauen Sie sich mal wirklich... guckt euch mal diese schönen Socken an. Das sind ein paar Beispiele von diesen Socken, aber es gibt noch ganz viel mehr verschiedene Farben, Formen, Dessins, Muster bei uns im Shop. Dessins. Ja, Dessins, das sagt man das in der Modewelt. Ja, du kennst dich da aus. Ich kenne mich auch. So. Ich hätte ja Designs gesagt, aber was weiß ich schon. Material ist 100% Bio-Baumwolle mit einem kleinen Anteil Elastan natürlich. Was man hier sehen für kann. Für die Passformen, weil die müssen sich ja auch nach oben etwas dem jeweiligen Bein anspiegeln können. Wir verstehen uns. So, Entschuldige mal bitte. Sehe ich da Plastik liegen? Du erzählst hier was von Nachhaltigkeit, Bio-Baumwolle und dann ist das in Plastik verpackt. Da willst du mich wohl veräppeln, wa? Ist kein Plastik. Nee? Nein. Das ist aus Maisstärke hergestellt und ist zu 100% kompostierbar. Ja, jetzt kommst jetzt du. Aus Maisstärke? Jawohl, ist das hergestellt. Echt? Und das baut sich komplett ab. So. Von wem Plastik? Ja, jetzt kommst du überhaupt, das ganze Verpackungsmaterial ist komplett kompostierbar. Und wir haben wirklich alle Formen, alle Farben, alles alle da, was das Muster. Alles aus Biobaumwolle hergestellt in einem schon Betrieb. Gesagt. Ja, ich wollte es doch nochmal zusammenfassen. Erklär doch mal lieber, wo hast du das da jetzt gerade rausgeholt? Aus einer Geschenkebox. Aha, da sind immer wie viel drin? Drei Paar. Verstehst du? Drei Paar. Ja. Wunderbar jetzt auch für den Sockenmonat Dezember. Ja. Nikolaus, Weihnachten, alles da. Versteht ihr? Ja. Und ich würde sagen, da verschenkt man doch lieber schöne Biosocken. Ne? Ja. Weil die sind wirklich schadstofffrei gearbeitet. Allerdings. Und wenn man dran riecht, ja, das riecht nicht nach Chemie oder sonst irgendwas. Auch für Kinderfüße, ne? Direkt auf Haut, ganz besonders gut geeignet. Sind sie. Alles für jung und alt, für groß und klein, für Frau und Mann. Das ist nämlich auch das Konzept von Minga Berlin. Mhm. Die treffen da überhaupt keine Geschlechterzuordnung, sondern alle Socken sind für alle da. So, fertig. So sollte es sein auf unserer Welt. Und natürlich alles nachhaltig. Ja, so ist es. Nachhaltig gut. Mhm. Nachhaltig, was ist gibt Was fällt dir dazu ein? Ich weiß es auch nicht. Kommen wir jetzt nicht drauf. Naja, macht nichts. Wir haben ja auf jeden Fall noch einen Nachhaltigkeitsexperten, unseren Liebes. Ach, das war's. Weißt du? Das findet den wieder. Wahnsinn. Der hat nochmal sich im Detail damit beschäftigt bei Minga Berlin. Hat dazu einen eigenen Spot gemacht. Gucken wir euch einfach mal an. Lohnt sich. In der Tat. Viel Spaß mit den Socken und überhaupt und bis bald. Macht's gut. Ciao.